Grüß dich. Dieses Video ist an all die Frauen gerichtet, die gerade in den Wechseljahren sind, die das Gefühl haben, so langsam in die Wechseljahre zu kommen. Und da möchte ich ein paar Dinge vorausschicken. Die Wechseljahre sind so komplex. Eigentlich so vielfältig und komplex, wie wir Frauen sind. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Anzeichen, wie sich die Wechseljahre zeigen. Und es gibt eine Phase, wo wir zwar noch unsere Menstruation haben, wo wir keine Schweißausbrüche haben und trotzdem sind die Wechseljahre schon im Gange. Das zeigt sich durch ganz unterschiedliche Symptome wie Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen. Wir haben das Gefühl, wir werden uns fremd. Manchmal sind es Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, Knochenschmerzen, das Gefühl, wir werden plötzlich alt. Also all die Dinge, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr Herr unseres oder Herrin unseres Körpers. Ja? In dem Zusammenhang möchte ich auch empfehlen, wenn du betroffen bist, dass du dich in Bezug auf Wechseljahre und Wechseljahresymptome dich informierst und Kontakt aufnimmst mit einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt, der sich auf oder die sich auf Wechseljahre spezialisiert hat. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die wir tun können, um Wechseljahre zu mildern, also die Symptome zu mildern. Tatsächlich kommen wir ja nicht drum rum. Irgendwann müssen wir da durch. Was wir heute machen in Sachen Tapping, ist uns dafür zu sensibilisieren, was wir als reife Frauen und was unser Körper jetzt im Moment braucht, dass wir den Widerstand auflösen, jetzt diesen Weg zu gehen, wo wir ja, diese Phase des Lebens verlassen, wo wir Kinder gebären können und uns die Türen öffnen für eine neue Form der Fruchtbringung, ja? Eine neue Form der Kreativität. Und ja, ich würde mal sagen, das ist unsere erste Tapping-Session. Vielleicht mache ich noch ein paar weitere Sessions, je nachdem, was ich an Feedback von euch bekomme in Bezug auf unterschiedliche Symptome, die ihr habt. Also fangen wir jetzt erstmal an, uns zu öffnen, dass es jetzt so weit ist, dass wir in die Wechseljahre kommen. Und ich werde anfangen mit dem Satz, dass es uns verunsichert bzw. Angst macht, in die Wechseljahre zu kommen. Und dann baue ich das mit den Symptomen, mit ins Tapping ein. Okay? Also, lass überlegen. Wir starten mit dem Satz, auch wenn ich verunsichert bin durch die Wechseljahre, liebe und akzeptiere ich mich ganz so, wie ich bin. Fühl mal rein in diese Unsicherheit zwischen 0 und 10. Wie stark ist diese Unsicherheit im Moment? Schreib dir das auf. Du kannst auch das Video stoppen und dazu mal ein paar Sachen schreiben, was diese Verunsicherungen sind bei dir. Ja, so eine Reflexion ist für das Tapping immer sehr gut, weil es den inneren Prozess, der ganz unbewusst stattfindet, noch verstärkt. Also, mach mir nach, sprech mir nach, klopf mir nach und wir machen deinen Weg frei in ein wunderbares Leben nach den Wechseljahren. Auch wenn ich verunsichert bin in Bezug auf die Wechseljahre, liebe und akzeptiere ich mich ganz so, wie ich bin. Auch wenn ich verunsichert bin in Bezug auf die Wechseljahre, liebe und akzeptiere ich mich ganz so, wie ich bin. Auch wenn ich verunsichert bin in Bezug auf die Wechseljahre, liebe und akzeptiere ich mich ganz so, wie ich bin.
Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich in meinem Körper gar nicht mehr wohl. Und ich weiß auch nicht, was er braucht. Und ich weiß auch nicht, was ich brauche. Ich habe all diese Symptome. Und damit fühle ich mich gar nicht wohl. Ich bin nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Viele Dinge machen mir keinen Spaß mehr. Ich habe zugenommen. Ich bin oft so erschöpft. Ich bin deprimiert und verstimmt. Manchmal nervt mich meine Familie. Ich fühle mich so aufgequollen. Mein Rücken tut weh. Meine Nerven fühlen sich an wie unter Strom. Ich bin abends nur noch platt. Es gibt so viele Befindlichkeiten in mir. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Diese Schweißausbrüche. Ich will das nicht. Ich will es auch nicht aussitzen. Da musst du eben durch. Das ist eben so. Oh, wenn ich das nur höre. Wie viele Jahre soll ich das denn durchmachen? Manche Frauen brauchen 10 Jahre. 10 Jahre meines Lebens. Mit diesen Wechseljahrbeschwerden. Undenkbar. Es ist so wahnsinnig frustrierend. Mir wird alles zu viel. Am liebsten würde ich wegrennen. Eine Weltreise machen. Einen Kaffee aufmachen. Einfach weglaufen. Nach Bali auswandern. Ach, keine Ahnung, aber so wie es im Moment läuft, gefällt es mir nicht. Ich fühle mich so fremd in meinem Körper. Und ich bekomme immer mehr schlechte Laune. Mein Umfeld ist schon genervt von mir. Die wissen nicht, wie genervt ich selbst von mir bin. Ich will endlich einen Weg. Einen Weg, wie ich durch diese Wechseljahre komme. Und nicht das Gefühl habe, wertvolle Lebenszeit zu verschwenden. Diese Wechseljahre. Ich glaube, es ist an der Zeit,
dieses Thema aufzulösen. All die Ängste und Unsicherheiten, die mit den Wechseljahren in Verbindung stehen, löse ich jetzt auf. All die inneren Blockaden, die sich mir in den Weg stellen, um für mich eine Lösung zu finden, löse ich jetzt auf. Alle negativen Emotionen, alle negativen Gedanken, alle negativen Glaubenssätze, Überzeugungen und Absolutheitsansprüche und all die negativen Programme, auch die hormonellen Programme, die sich negativ auswirken, löse ich jetzt auf, bis in die Zellebene. Und durch meine ganze Vergangenheit hindurch, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Thema seinen Ursprung hat. Und ich liebe und akzeptiere mich ganz so, wie ich bin. Und ich liebe und akzeptiere alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise damit in Verbindung stehen, dass ich diese Unsicherheiten in Bezug auf meine Wechseljahre entwickelt hatte. Wie lebt es sich eigentlich ohne diese Verunsicherung? Wie lebt es sich ohne diese Angst? Es ist auf jeden Fall viel leichter. Ich habe Hoffnung, einen Weg zu finden. Und ich weiß, dass ich einen guten Weg finde. Seitdem ich diese Blockade gelöst habe, haben sich auch Beschwerden aufgelöst. Ich habe neue Wege gefunden. Ich sehe Dinge so viel klarer. Ich bin gelassener geworden. Ich schaue optimistisch in die Zukunft. Ich höre, was mein Körper mir sagt. Und ich höre darauf, was er braucht. Ich habe die notwendige Unterstützung gefunden. Und in dem Zusammenhang gehe ich meinen Weg. Ich gehe meinen Weg als Frau in einen neuen Lebensabschnitt. Es ist ein Lebensabschnitt ganz für mich. Meine Kinder sind groß. Und ich kann endlich Dinge für mich tun. Und es zeigen sich so viele wunderbare Wege für mein neues Leben. Ich gehe auf die Entdeckungsreise. Und ich bin offen und bereit, mich ganz neu kennenzulernen. Und ich höre auf die Sprache meines Körpers. Und ich höre auf die Stimme meiner Seele. Ich sorge gut für mich. Ich wandle mich. Und so wandle ich auch meine Ernährung. Ich entscheide für neue genussvolle Dinge. All die Dinge, die mir gut tun. All
all die Dinge, die mir Freude machen. Ganz neue Dinge. Seitdem ich mich dafür geöffnet habe, haben sich so viele neue Türen aufgetan. Und ich bin aufmerksam. Ich nehme all die Signale wahr. Die inneren Signale und die äußeren Signale. Und ich bin offen für diesen wunderbaren Weg in meinen neuen Lebensabschnitt. Und ich spüre, wie die Kraft zurückkommt, die Kreativität zurückkommt, Vitalität zurückkommt. Ich weiß, was gut ist für meinen Körper. Und ich verhalte mich entsprechend. Und ich habe endlich dieses tiefe, wahrhaftige Gefühl, ganz bei mir angekommen zu sein. In meinem Körper, in meinem Geist und in meiner Seele. Ja, fühl mal in dich rein, welche Gedanken dir hochgekommen sind, was du so gespürt hast. Und schreib auch das auf, wenn du magst. Weißt du, dieses Tapping hier ist quasi so der Beginn, wo du ganz aktiv mit deinem Unterbewusstsein, deinem Körper, deiner Psyche und deiner Seele, ja, zusammen als Gemeinschaft daran arbeitet, dich in deinem Leben neu aufzustellen. Und es werden sich für dich Türe öffnen. Du wirst neue Ideen bekommen. Du wirst Kontakte bekommen, die dir auf deinem Weg ab jetzt helfen werden, dass du geschmeidig durch diese Phase kommst. Und am Ende, ja, kommt dieses blühende, beseelte Wesen heraus, diese wunderbare, reife, weise Frau, die voller Kraft, Vitalität und Energie ihr Leben gestaltet. Und das wünsche ich dir. Alles Liebe. Tschüss, deine Anja.